sagst du dazu, David Gill? Und ich sage, hey Bruder, Mann, ich bin kein verdammter Seher, was soll ich über die Zukunft sagen? Aber dann sage ich, okay, folgendermaßen. Ich meine, das 21. Jahrhundert ist mittlerweile schon da. Und die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Ich meine, was hat uns die Zukunft heutzutage zu bieten? Außer Krisen und Kriegen eigentlich null Perspektiven. Frieden und Wohlstand für alle sind wir weit von entfernt. Und von Bildung und Wissen für alle will keiner was hören. Überhaupt Wissen, das ist mühsam, doch zum Glück gibt's den Glauben. Da muss man gar nichts beweisen und kann einfach alles behaupten. Und so glaubt der eine an die Menschenrechte und der andere glaubt das Geld. Ich selber zum Beispiel glaub, ich wäre der schönste Rapper auf der Welt. Und so glaubt der eine an die Menschenrechte und der andere glaubt an das große Illuminati-Verschwörungs-Illuminaten-Komplott und ein anderer glaubt einfach nur an Gott. Und das wäre also auch alles ganz nett. Würde nicht jeder von denen glauben, er alleine wäre im Recht, denn das macht den Stress komplett. Und so faselt plötzlich jeder irgendwas von seiner Kultur, dass die anderen Kulturen überlegen ist, toujours rund um die Uhr. Und um die eigene Kultur besser aussehen zu lassen, nimmt man eine andere Kultur zu passen und die Egos wachsen. Ich meine die Zukunft, gleich doch eigentlich der Gegenwart und der Vergangenheit zugleich. Alles dreht sich nur im Kreis. Jeder regt sich über jeden auf, wegen jedem Scheiß. Und jeder meint, er oder andere ist schuld an dem ganzen Streit. Und so führt jeder da draußen plötzlich seinen gerechten Krieg, obwohl jeder eigentlich weiß,